Es gibt eine ganz besondere Frage, die sich viele Hulk-Fans am Ende von Avengers Endgame gestellt haben, und diese wäre: Was ist denn jetzt eigentlich mit Hulks Arm passiert? Denn der Schaden, den der Infinity Gauntlet bei ihm ausgerichtet hat, sah wirklich sehr, sehr schlimm aus. Am Ende des Films haben wir ihn dann auch nur noch gesehen mit einer Armbandage bzw. einer Armlehne, die seinen verletzten Arm unterstützen sollte. Und der Hulk sollte eigentlich ziemlich schnell heilen, deshalb hat das einen noch mehr verwundert. Doch was jetzt eigentlich mit Hulk los ist und was es mit seinem Arm auf sich hat, dafür haben wir jetzt eine offizielle Antwort auch von den Russo-Brüdern bekommen. Bevor wir darauf eingehen, vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal ein Abo dazulassen und keiner meiner Videos mehr zu verpassen, denn hier bekommt ihr täglich neue Infos, Theorien und News zu dem Marvel Cinematic Universe. Also Freunde, die Russo-Brüder haben vor ein paar Stunden ein richtiges Statement dazu abgegeben in einem Interview, was jetzt eigentlich mit Hulk passiert ist, denn so wie es scheint, hat der Infinity Gauntlet ihm wirklich sehr zugesetzt. Und sie haben uns ein sehr, sehr klares Statement gegeben, denn hier wird gesagt, er hat einen Arm verloren. Er hat Natascha verloren, das kommt nicht zurück. Er hat sich selbst Schaden hinzugefügt. Ich weiß nicht, es ist interessant. Es ist ein permanenter Schaden, so wie es auch bei Thanos ein permanenter Schaden war. Es ist ein Schaden, den man nicht rückgängig machen kann. Sein Arm, wenn es dir aufgefallen ist, ist viel dünner. Er ist geschwärzt, also verliert er hier wirklich sehr viel Stärke. Und dies ist, wie ich finde, schon eine sehr klare Antwort. Das heißt, Hulk hat wirklich jetzt einen permanenten Debuff bekommen. Das heißt, er wird niemals wieder so stark, wie es früher war, wozu man auch anmerken sollte, dass Avengers Endgame ihn auch schwächer gemacht hat, dadurch, dass der richtige Hulk nicht mehr existiert und Bruce Banner sozusagen mit Hulk fusioniert ist und den Professor Hulk erschaffen hat. Dadurch, dass Hulk nicht mehr diese Stärke hat, wird es nur umso interessanter, wie Hulk im späteren Verlauf des MCUs weiter dargestellt wird, beziehungsweise was für eine Rolle er einnehmen wird, denn er wird nicht mehr so im Kampf teilnehmen können, wie er es früher konnte, und vielleicht sogar eher eine organisatorische Rolle einnehmen müssen. Doch nicht wirklich alles ist in der Welt von Marvel permanent, beziehungsweise in der Welt von dem Marvel Cinematic Universe, denn wie wir wissen, existieren in dieser Welt sehr viel Magie und sehr, sehr viele kluge Leute, weshalb es natürlich immer eine Möglichkeit geben kann, um diesen ganzen Schaden rückgängig zu machen. Das war aber nicht alles, was Joe Russo zu dem Ganzen gesagt hat. Nämlich, er gibt uns da eben auch nochmal ein kleines Indiz dafür, dass es möglich sein kann, dass in der Zukunft alles wieder normal wird und vieles sich für Professor Hulk verändern könnte. Ich zitiere wieder: Aber wer weiß, es sind immer noch sehr viele kluge Leute übrig. Vielleicht hilft ihnen ja einer, das Ganze zu reparieren. Vielleicht gibt ihnen ja jemand einen neuen Arm. Ich habe keine Ahnung, wo der Charakter ab diesem Punkt ab hingeht. Die gute Sache ist, wir müssen nicht aufmerksam darauf sein, wo es denn jetzt nach dem Ganzen hingeht. Wir versuchen nur ein befriedigendes Ende zu erzählen. Dieser Satz ist an sich schon mal ein kleiner Abschied von den Russo-Brüdern, dass sie jetzt eine Zeit lang nicht mehr Marvel-Filme directen werden, beziehungsweise eine Zeit lang aus dem MCU austreten, sondern dass sie es jetzt eben anderen überlassen, die Geschichte weiter zu erzählen und zu formen, wie sie es möchten. Also auch wenn der Schaden für den Moment an permanent ist, den Hulk erlitten hat, gibt es immer noch die Möglichkeit, das Ganze rückgängig zu machen. Ein genaueres Video darüber, wie Hulk sich jetzt weiterhin im MCU entwickeln wird, beziehungsweise was seine Rolle sein könnte, werde ich auch auf jeden Fall nochmal bringen. Und ja, Freunde, das wär's von diesem kurzen kleinen Video. Ihr merkt schon, die Tage gibt es jetzt immer mehr kleinere Videos, denn wir sind wieder in dieser Phase angelangt, in der wir damals mit Avengers Infinity War waren, in denen jetzt immer sehr viele Interviews stattfinden und immer ganz kleine, schöne Details zu den Filmen herauskommen, weshalb ich diese immer noch gerne auf diesem Kanal besprechen möchte, abseits von den langen, knackigen Videos, wo viel mehr Zeit und Arbeit einfließt. Aber ich finde, das ist ab und zu auch einfach mal eine schöne Abwechslung. Wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, als auch natürlich den Kanal abonniert, um keine meiner Videos mehr zu verpassen. Schaut auch gerne meine letzten Videos an, wie zum Beispiel meine Analyse zu dem neuesten Spider-Man Far From Home Trailer, der sehr, sehr wichtig ist. Oder schaut euch den letzten Stream von mir an, falls ihr was zum Einschlafen braucht, in dem wir eine Stunde lang über die größten Fragen zu Avengers Endgame sprechen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde mal sagen, love you 3000.